So wird übrigens auch bei echten Systemen gedebuggt, Leute. Wenn man keine Ahnung hat, einfach alles Codezeile für Codezeile durchprobieren. Das dauert, aber es gibt immer die Lösung. Bisher zumindest. Und es sollte auch jetzt immer die Lösung geben. So, hat wieder nichts gemacht, Leute. Sehr schön. Jetzt kommt etwas, das wieder gemacht wird. Wir kriegen nämlich die S-Target. So, und jetzt, wenn ich jetzt Tag at S-List mache, dann habe ich FG-Overworld, TS-Overworld, das heißt, ich werde auf die Oberwelt teleportiert, und TS-Target, das heißt, ich werde teleportiert. Bis jetzt ist richtig. So, der nächste Befehl, Leute, ist, die andere Datei aufzurufen, auszuführen. Das heißt, ich öffne die jetzt erstmal. So, und das erstellt jetzt einen Piloten mit Overworld. Rüstungsständer wurde erzeugt. So, der müsste jetzt bei 0,0 sein. Das können wir jetzt sogar jetzt nachsehen, Leute. Der müsste jetzt bei 0,0 sein. Und von 321 müsste der irgendwo hin. Hier ist 0. Der müsste eigentlich hier irgendwo sein. Null und falsch. 0,0. Er wurde nicht erstellt. Data get entity at e tag gleich ts pilot. Limit gleich 1. Es gibt ihn. TS Overworld, TS Pilot. Er wurde erstellt, Leute. Und zwar Position. Wo ist die Position? Ich sehe sie nicht. Da. Bei 0, 321, 0. Der bleibt da oben stehen. Also ich fliege jetzt einfach mal nach oben, Leute, ob der da wirklich ist. Ich meine, wieso bleibt der da oben? Null. Ist der in der Oberwelt erstellt worden? Er dürfte eigentlich nicht. Okay. Biom. Okay. Wir machen 256, Leute. Für den Nether. Wobei? Ah, geht nicht. Okay, egal. Aber er existiert, Leute. Er existiert, auch wenn er ist da. Auch wenn wir ihn nicht sehen. So. Wir gehen mal wieder zurück. Fast. So, wir machen den nächsten Befehl. Das ist der für den Nether. Der sollte nicht ausgeführt werden. Genau, wird nicht ausgeführt. So, nächster Befehl ist für das Ende. Auch der sollte nicht ausgeführt werden. Wird nicht ausgeführt, genau. So, der nächste Befehl ist jetzt für den Piloten. Und zwar wird das für den TS-Pilot ausgeführt. Der TS-Pilot
führt jetzt das nächste Skript aus. Und damit wäre Execute-Skript auch schon fertig. Wir wechseln also zum Teleport-Skript. Das Teleport-Skript macht folgendes. Das hier. Ich muss nur ein Execute As hier hinzufügen. As Entity at E. Entity ist, glaube ich, falsch. Genau, at E. Tag gleich TS Pilot. TS Position X hat minus 159. Habe ich vergessen? Wir machen mal den nächsten Befehl, Leute. Execute as at E Tag gleich TS Pilot. Das wurde nicht ausgeführt. Data get entity at E TS Tag gleich TS Pilot Limit gleich 1. Es wurde kein Objekt gefunden. Es ist irgendwo, Leute. Gut, das Problem haben wir jetzt, weil wir die Referenz verloren haben. Irgendwo existierte zwei blöde Rüstungsständer und ich habe keine Ahnung wo. Sein Mist. Okay. Ja, soll ihn irgendwann mal jemand haben, von mir aus. Egal. Und wenn der Pilot irgendwann mal im geladenen Bereich ist, während der das Teleport-System genutzt wird, dann wird der Pilot tatsächlich sogar mit teleportiert und anschließend auch getötet. Also es werden mehrere Piloten werden immer an denselben Ort teleportiert und dann auch getötet. Alle zusammen. Von dem her ist es kein Problem, wenn er übrig bleibt. Irgendwann wird er entweder durch das Teleport-System getötet, wenn er gerade geladen ist. Oder irgendwann findet ihn jemand und mit dann haben wir halt jemanden einen Rüstungsschnell geschenkt. Ist doch egal. Okay. Problem ist... Ich habe vergessen, Leute. Ich glaube, ich habe eiskalt etwas sehr Wichtiges vergessen. Und zwar... dass ich nur in der Dimension beschwören kann, in der ich auch bin. Das heißt, ich muss den Piloten ja noch in die richtige Dimension bringen. Nein, halt, Moment mal. Das ist ja dann das Beschwören. Moment, das ist ja schon Beschwören. Ah, genau. Moment mal, stimmt ja. Das heißt, er müsste ja hier irgendwo sein. Deswegen hat man ihn auch nicht gesehen. Er müsste hier in der Oberwelt gewesen sein. Und zwar mit den Koordinaten, wie wir sie da gemacht hatten. Also er müsste jetzt auf jeden Fall bei minus 159 sein. Minus 159. Er müsste runtergefallen sein. Okay, also er müsste runtergefallen sein, Leute. Definitiv, weil er war ja noch irgendwo da oben. Und die andere Koordinate, sie werden ja mit 0 initialisiert. Das heißt, er müsste jetzt dort hinten sein.
Da ist er. Da ist er. Das ist unser Pilot. Okay. So, vorhin hatten wir die Referenz verloren. Wir machen jetzt hier weiter. Jetzt wird es auf die Z-Position gesetzt. Das heißt, er ist jetzt... Er ist jetzt irgendwo da unten. Hat wahrscheinlich jetzt irgendeinen Block gelöscht. Oder steckt in Blöcken drin. Er ist irgendwo da drin. Vielleicht ist er auch irgendwo im Bahnsystem drin. Ich hoffe nicht. Mach mal schnell den nächsten Befehl. So, execute S at E mit Tag gleich TS Pilot. So. Jetzt müsste er da drin sein. Irgendwo. Wurde nicht ausgeführt, wieso nicht? Existiert noch. Die Position, er hat die Position minus 159, 152, 65. Echt jetzt? Ist das 65? Scoreboard. Players. Get. TS. Position X. Value. Aber ich brauche... X. Y brauche ich. 129. Und er ist bei 65. Das wäre tatsächlich die Hälfte von 129. Warum? Was war der Befehl, den ich ausgeführt hatte? The End. Nein, das ist der falsche. Doch, Moment mal. Hä? Ich bin in der falschen Datei drin. Ach, deswegen hat das auch gar keinen Effekt. So. Execute S at E. Tag gleich TS Pilot. Da ist er. So, und jetzt müsste es aber sein. Der nächste Befehl ist, dass er mich zu sich teleportiert. TP TS Target zu SE mit Tag gleich TS Pilot Limit gleich 1. Genau, es hat funktioniert. Oh, ich habe das... Nein, ich habe da das S. Das heißt, da geht es ja nur. So, und dann Kill. Kill. Ich mache das so bisher auch, Leute. Ich kopiere mir den Befehl. So, aber das ist jetzt at E mit Tag gleich TS Pilot. Wirst du schnell wurde beseitigt. Okay, es hat funktioniert, Leute. Es hat eigentlich funktioniert. Warum hat es dann vorher nicht funktioniert? Okay, also wir haben das jetzt eins für eins durchgemacht, Leute. Das hat da funktioniert. Wir machen das jetzt nochmal. Function. Windernet. Ah, Moment mal, wir sind noch gar nicht fertig. Ich muss das erst fertig machen. Als nächstes kommt nämlich dieser Befehl. Execute if entity mit take overworld, dann remove TS overworld.
wurde von mir entfernt. TS Nether hatte ich nicht. TS Ende. Und TS Target. Jetzt habe ich nur FG Overworld. Genau, und jetzt sind wir fertig, Leute. Okay. Wenn ich jetzt die Funktion nochmal aufrufe, müsste das doch funktionieren. Function Windernet Frontier Guard Teleport. Ja, funktioniert. Keine Ahnung, was da voll kaputt war. Okay, wir testen es nochmal jetzt. Wir machen jetzt hier. Function Windernet Frontier Guard Save Positions. 18 Befehle. So, und jetzt möchte ich das von hier machen. Teleport. Hat funktioniert. Okay. Jetzt gehen wir in den Nether. So, wir fliegen mal ein bisschen. Und jetzt machen wir... Gehen wir vom Fliegen vielleicht runter. Teleport. Hat funktioniert. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das vorher war. Vielleicht war da irgendwie noch was verbuggt vom Server her. Okay, so. Jetzt machen wir Folgendes. Wir machen jetzt hier Save Positions. So, ich bleib mal damit, dass ich in diese Richtung sehe. Teleport. Hat viel gebracht, in dieselbe Richtung zu weiter zu sehen. Okay, und jetzt gehe ich in die Oberwelt. Und ich mache Teleport. Hat nicht funktioniert. Ich mache Teleport. Wieso hat das nicht funktioniert? Okay. Wir machen das nochmal, Leute. Aber ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Also die Overworld-Funktion werden nicht funktionieren. Die Nether-Funktion speichern die Positionen in TS Position. Wir sehen einfach mal nach, ob da jetzt die richtige Position drin ist. Also wir haben Scoreboard, Players, Get, mich selbst, FG, Position, X, Nether. Ist minus 8. Y ist 109. Und Z ist 22. So. Und jetzt holen wir uns Scoreboard, Players, TS, Position X. Get. TS, Position. Position X. Value. Minus 8. Dasselbe jetzt noch für Y, das müsste 109 sein, 109. Und für Z müsste 22 sein, 22. Okay, das hat er gemacht, Leute. Dann, die Ende-Koordinaten hat er nicht gespeichert. Ich müsste jetzt auch ein TS Nether haben. Tag, ich selbst, List. Ich habe ein FG Nether. Okay, er hat das TS Nether anschließend wieder entfernt. Auch das TS-Target wurde entfernt, Leute. Ich gehe davon aus, dass das Teleport, Frontier Teleport-Skript erfolgreich durchgelaufen ist, Leute. Das Teleport-System execute, aber vielleicht nicht. Also gehe ich dort weiter. Das execute. Okay, ich mach mal eben, Leute. Tag. Mich selbst at TS Target und TS Nether. Und damit habe ich jetzt FG Nether, TS Nether und TS Target. Richtig. Genau, und das sind die Vorbedingungen dafür, dass Execute Function
laufen kann. Und dann sollten eigentlich die beiden dann nicht sein, aber der hier müsste laufen. Und jetzt bin ich mal gespannt, denn ich vermute, dass der hier fehlschlägt. Wurde erzeugt, steht hier. Data get entity at e tag gleich ts pilot und limit gleich 1. Der dürfte jetzt nichts finden, genau. Denn er müsste im Nether sein. Ja, da ist er. Und er müsste auch bei Position 00 sein, genau. 129 ist halt da nach oben gefallen. Da ist er. Ist da 00? Ja, da ist ungefähr 00. Okay, ist ja richtig, dass er da ist. So, wir müssen die restlichen Befehle von hier aus machen. So, der nächste Befehl, der funktioniert nicht, weil das am Ende wäre. Das haben wir nicht. Und danach wird das vom Befehl... Okay. Ich kopiere mit dem wieder. Wir machen das mal eben... ein bisschen abgekürzt. So, execute as Terran. Genau. Das funktioniert. Okay.